Harry sagt Hallo und guten Morgen mit dem aktuellen Video hier, und zwar in Valencia am Place de Mercat. Ich stehe hier ungefähr in der Mitte von dem wunderschönen Platz hier und gehe einmal um die eigene Achse. Hier vorne ist der große Mercado, das wunderschöne Gebäude, da haben wir gestern drüber berichtet. Ja, jetzt kommt ein bisschen Leben in die Straße. Hier vorne ist die Seidenbörse. Und hier kann man gut frühstücken, hier kann man gut sitzen, hier kann man... Ja, hier kann man den Tag planen und beginnen. Wir waren ja gestern Morgen auch hier zum Frühstücken. Ja, Frühstück 3 Euro pro Person, das traditionelle, und 6 Euro ein Kontinental mit Müsli, mit allem, was dazugehört, Croissants, Tee oder Kaffee, beziehungsweise auch dann den Orangensaft. Also die Preise sind sehr, sehr gut, und ja, wir starten den Tag, und wo es hingeht, ja, da lasst euch überraschen. Hallo Dunfiel, guten Morgen. So, ich sitze hier am Place de Mercat, direkt gegenüber von der großen Markthalle hier, Mercat Central. Ja, ich bin ein bisschen gelaufen schon, habe meinen Tee schon getrunken zu Hause und bin jetzt hier unterwegs und ja, genieße das Ganze jetzt hier bei einem Café, und dann gehen wir um die Häuser dann. Machen wir heute eine große Runde hier in Valencia. Ja, mach's gut, wünsch dir was. Nein, 4 Tage feiern. Es reicht eine, und es war auch ganz ruhig. Ich sage, mach's gut. Grüße aus Valencia. Hasta luego. So sieht's hier aus. Die trinken jetzt schon früh ihren Rotwein. Hasta luego. Ja, los geht's hier beim Platz der Ayuntamiento, bei dem Stadtplatz, sage ich mal. Hier Richtung Colón, Mercado Colón, beziehungsweise die Straße hier in diese Richtung. Ja, wir haben sehr, sehr schönes Wetter, strahlend blauer Himmel, ganz leichten Wind. Und die Menschen, die lassen sich das hier richtig gut gehen. Ja, hier hört man auch die Metro gerade im Untergrund. Und ja, viele Touristen hier in der Stadt. Und das habe ich auch schon häufig gesehen. Überall werden die Toiletten hingefahren an diesen Touristenpunkten und an diesen wichtigen Knotenpunkten. Das haben die hier richtig gut im Griff. So, und wir gehen jetzt eine Runde hier. Ja, überall essen, trinken, aber die meisten natürlich im Schatten. Ja, hier scheint ja auch eine kleine Gay Pride zu sein am Wochenende, und vielleicht sind da die Vorbereitungen, da sind die auch gerade mit den Toiletten dahin gefahren. Wir werden es heute Abend sehen. Im Moment ist hier noch nichts. Ja, eine Sehenswürdigkeit jagt die andere. Hier ist das die Stierkampfarena mit den nächsten Daten, die hier, die Events, die hier sind. Und da drüben ist der Bahnhof Norte, der Nordbahnhof, der grenzt ja fast an dem anderen Bahnhof, an dem Hauptbahnhof an. Die Gleise fahren dann ganz einfach sozusagen ein bisschen hier weiter in den Norden, und es sind ungefähr 20 Minuten zu Fuß hier oder 15 Minuten zu Fuß zum Hauptbahnhof von Valencia. Ja, so sieht das hier aus. Das ist das Leben hier, das ist die Realität. Die Menschen, die sind alle sehr nett, höflich, freundlich, auch den Touristen gegenüber. Und es ist ein gutes Miteinander.
Man sieht da ein Flugzeug gerade, der Flughafen ist ja auch nicht so weit. Also wer noch nicht hier war und die Möglichkeit hat, sollte das auf jeden Fall einmal ausprobieren, Valencia. So, das Event hier, die habe ich gar nicht gesehen, die Bühne hier aufgebaut, die haben die gerade Soundcheck gemacht, richtig laut. Da haben alle heute was davon heute Abend, da werden wir uns heute Abend aber auch nochmal umgucken. Und ja, hier ist Heineken Silver und hier sind wohl die VIP-Bereiche hier vorne. Aber die Musik war so laut gerade eben, dass ich gesagt habe, ich werde nicht in der ersten Reihe. Ungefähr um 19 Uhr heute und da sind auch die Toiletten wieder aufgebaut worden. Hier gibt es Wasserbier und alles, was das Herz begehrt. Und hier wird heute richtig was los sein. So, das war's jetzt hier für den Moment. Und wir gehen noch ein bisschen hier in die Altstadt. Fajera heißt ein Reis, das ist ein Reisgericht und hier sitzen die abgesperrt, eine Reismarke. So, und hier wird überall in den Straßen heute gefeiert, wir werden das auch noch ein bisschen sehen. Hier gibt es die Helados Eis und Horchata und Bier. Ja, und ich sag euch, schaut euch an, Kaffee con Leche und ein kleiner Eisbecher, Valenciana heißt das Eis. Und hier gibt es auch flüssiges Gold. Ja, heute wird hier viel los sein, heute Abend. Jetzt ist die Ruhe vor dem Sturm. Und wir schauen uns das alles heute Abend genau an. So, und zum Abschluss gibt es noch was Gutes zu essen. Ja, wir sind hier nicht in einer Höhle, nein, wir sind in einem Restaurant zufällig gefunden. Aus einer Not heraus. Das war ganz einfach. Wir hatten ein Restaurant, da war alles voll. Wir hatten ein anderes Restaurant, da war die Küche zu. Dann hatten wir noch ein Restaurant, da wollten wir nicht sitzen, weil zu laut. Und dann sind wir hier außen vorbeigegangen. Und dann haben wir gesagt, das sieht ja gar nicht schlecht aus. Und dann haben wir gesagt, wir schauen mal, ob es einen Platz gibt. Und jetzt gehe ich mit euch mal hier nach außen. So, das ist jetzt hier Straße 1 und hier vorne ist richtig was los auf der Gasse. Da ist alles voll. Da gibt es nichts mehr, keinen freien Platz an keiner Bar und wir sind jetzt hier 23 Uhr. Und dann haben wir hier gesehen, dieses Restaurant. Das sieht nach Mediterrania. Und dann haben wir hier gefragt. Und dann haben wir auch, ja, auch die Toiletten irgendwie ganz urig. So, und ich gehe jetzt ganz einfach mal die Treppe nach unten. Ja, und das sieht richtig gut aus. Da hinten ist irgendwo die Küche. Hier ist die Bar. Schaut das nicht gut aus? So, jetzt bin ich aufs Essen gespannt. Und jetzt lassen wir uns überraschen. Ja, dann möchte ich ganz einfach nochmal mich zu Wort melden. Nach dem guten Essen sind wir jetzt hier nochmal in unserer Straße. Vis-à-vis hinter uns ist direkt das Apartment. Wir haben jetzt 0 Uhr und 10 Minuten und es schaut so aus, als ob das immer voller werden würde hier. Ja, dieses Straßenfest sozusagen findet an vielen Ecken wohl in Valencia heute zeitgleich statt. Aber hier ist noch richtig Bewegung auf der Straße. Die Leute gehen spazieren und suchen noch ein Plätzchen. Wir haben auch hier Glück gehabt, dass wir überhaupt noch uns hinsetzen konnten. So, damit möchte ich dann mich auch verabschieden und sagen, ja, bis morgen Valencia.